Absolut. Und das ist vielleicht der größte Verlust bei diesem Sparen. Wir denken ja immer, wir sparen halt an Produkten oder an anderen. Aber das Unterbewusstsein registriert ja alles. Mhm. Also, und von daher sind wir, wenn wir der größte Sparfuchs sind, auch unser größter Feind. Und das ist auch so was Wertvolles annehmen können. Also wenn die Leute total aufgeräumt sind, ja, und sagen, Mensch, ich habe jetzt so viele Glaubenssätze schon transformiert und eigentlich müsste das super laufen und es klappt immer noch nicht, dann sage ich oft, also wenn es wirklich, wirklich so ist, dann gibt es ja nur noch einen Haken, den du haben kannst. Du kannst nicht annehmen. Das ist das Schöne am Geld. Also wir verhalten uns ja am Geld nie anders als sonst im Leben, sondern Geld ist ein Spiegel von uns selbst. Und da ist dann eben die Kommunikation dazu wichtig, wirklich zu sagen, ich mache das jetzt im Moment, weil es mir eine Freude ist. Und wenn der andere das so fühlen kann, dann sollte es ihm leicht fallen, das anzunehmen. Und trotzdem können es so viele Menschen nicht. Wenn die Freude fehlt, dann fehlt die, ja. Dann muss erstmal die Freude rein, weil mit größerer Freude fällt uns alles leichter. Also sowohl das Geld zu vermehren, wenn ich was mache, was mir Freude macht, als auch das Erbe aufzuteilen, wenn ich wirklich weiß, was macht mir Freude oder was würde zu größtmöglicher Freude beitragen. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz und es lohnt sich so sehr, darüber nachzudenken. Und für mich ist die Freude wirklich die Quelle überhaupt für diesen Reichtum mit mehr Geld. Also für mich ist das ja ein Wort, Glück und Geld, sollte eigentlich in den Duden aufgenommen werden.